Ja, herzlich willkommen hier bei den Investment und Business Days in Frankfurt zum vierten Mal live dabei. Starten möchte ich mit einer Frage, und zwar: Wie viele von euch möchten gerne erfolgreich handeln, haben allerdings Probleme, zum Beispiel die Benchmarks zu schlagen, wie beim DAX zum Beispiel 6-8% Performance, und sind vielleicht froh, wenn sie gerade mal Break-Even traden? Zweite Frage: Wer von euch hätte gerne eine Strategie, mit der er dauerhaft, kontinuierlich die Möglichkeit hat, die Märkte zu schlagen? Der hebt mal hier die Hand. Perfekt. So, und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, was wir in den nächsten 90 Minuten hier machen. Ziel ist es nämlich, euch Wege zu zeigen, wie ihr mit News Trading kontinuierlich und duplizierbare Gewinne machen könnt. Mein Name ist Mario Lüdemann. Ich bin 51 Jahre alt und handle seit 20 Jahren Wertpapiere, in erster Linie Aktien und Indizes. Habe 1996 angefangen mit der Deutschen Telekom Aktie. Es war so mein erstes Investment, was ich hatte. Habe dann 2 Jahre lang als privater Trader das mehr oder weniger nebenbei gemacht. Und dann ab 1998, 2 Jahre später, habe ich den Entschluss gefasst, dann kontinuierlich an den Märkten als hauptberuflicher Händler zu arbeiten. Und schon bereits 1 Jahr später habe ich die ersten 50.000 Euro an der Börse verdient gehabt. Weitere 12 Monate später, im Jahr 99, war für mich erstmal prozentual gesehen mit das beste Jahr. Dort habe ich mehrmals mein Kapital verdoppeln können. Es war natürlich auch eine sehr gute Zeit. Viele können sich sicherlich daran erinnern. New Economy, so Aktien wie Mobilcom, die sind an den Markt gekommen. SolarWorld, da war es also relativ einfach, Geld zu machen. Und 2001, also weitere 2 Jahre weiter, hatte ich aus einem 10.000 Euro Startkonto 1 Million Euro Gewinn gemacht. Danach lief der Markt eigentlich eher schlecht für den normalen Buy-and-Hold-Investor. Wir haben nämlich einen Crash gesehen. Wir haben gesehen, dass die ganze New Economy wieder in sich zusammengefallen ist. Und auch ich habe da zu dieser Zeit federn lassen müssen, habe in ganz kurzer Zeit auch eine 6-stellige Summe verloren. Das hat dazu geführt, dass ich erst einmal aufgehört habe zu handeln für etwa ein halbes Jahr und darüber nachgedacht habe, wie oder was muss ich in meinem Trading verändern, um kontinuierlich Gewinne zu machen. Ich bin dann dazu übergegangen, einen markttechnischen Handelsstil zu entwickeln und meinen Fokus auf das News Trading zu legen. Das heißt, der Handel von Nachrichten, und das wird auch das Thema des heutigen Vormittags sein, einfach zu zeigen, wie ihr dauerhaft mit News, die ja fast jeden Tag in den Markt kommen, diese nutzen könnt, um profitabel zu traden. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Anke schon seit 20 Jahren, habe 2 liebe Söhne, Lars und Jan, 17 und 19 Jahre alt. Ich verreise gerne, ich verbringe sehr viele Wochen des Jahres auf den Kanarischen Inseln, weil a, das Wetter da sehr schön ist und weil man als Trader die Möglichkeit hat, den Beruf von überall auszuüben. Starten möchte ich jetzt damit, euch zu zeigen, wie ich das News Trading für mich nutze und was daran so gut für uns ist, was wir beachten müssen und wie ihr damit profitabel auf Dauer handeln könnt. Aber was bedeutet eigentlich News Trading? News Trading ist eigentlich eine Sache, die wir jeden Tag erleben. Das heißt, es gibt Nachrichten, bleiben wir mal vielleicht erstmal im deutschen Markt. Dort sehen wir häufig Nachrichten, die per ad hoc veröffentlicht werden. Das sind Pflichtveröffentlichungen, die Unternehmen machen müssen, wenn sie kursrelevant sind. Es gibt natürlich auch andere Nachrichten, die vielleicht nicht per ad hoc rauskommen, Geschäftszahlen und sonstige Dinge, aber prinzipiell sind es häufig kursbeeinflussende Dinge. Und die werden wir uns anschauen, wie man die fürs Trading nutzen kann. Wichtig ist hier darauf zu achten, dass der Markt darauf häufig reagiert. Wir wissen meist nicht vorher, ob der Markt long oder short reagiert. Das spielt auch erstmal keine Rolle, denn es gibt tatsächlich 2 Möglichkeiten des Agierens, und die möchte ich gerne zeigen. Wenn also eine Nachricht herauskommt, sagen wir morgens um 7 Uhr, und die Börse macht auf Xetra um 9 Uhr auf, dann gibt es noch die Möglichkeit, vorbörslich zu handeln. Das heißt, der Parkett zum Beispiel macht schon um 8 Uhr auf. Wichtig ist, dass der Haupthandel allerdings erst um 9 Uhr beginnt. Jetzt ist für uns wichtig, wenn wir eine News gelesen haben, möchten wir die News interpretieren und dann versuchen, sofort zur Eröffnung entweder vorbörslich schon zu handeln oder sagen wir, nein, wir warten, was macht der Markt mit der Nachricht, die gekommen ist. Das heißt, wir handeln erst nach der Handelseröffnung in der Zeit, die danach folgt. Das ist erstmal prinzipiell eine grundlegende Herangehensweise, wo wir uns immer überlegen müssen, was möchten wir jetzt lieber machen? Möchten wir die Entscheidung
wirklich hier treffen, vorbörslich, wo wir nicht genau wissen, was jetzt passiert. Wir interpretieren die Nachricht. Das hat in einzelnen Fällen sehr viel Sinn, das vorher zu machen. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, wann es Sinn ergibt, vor Handelsbeginn reinzugehen in die Märkte. Wir werden aber auch darüber sprechen, wann es Sinn macht, besser zu warten und zu schauen, was macht der Markt mit der Nachricht. Denn das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Handel. Was wir selten vorhersagen können, ist genau die Richtung und wie stark der Markt darauf reagiert. Bei manchen Nachrichten ist es möglich zu sagen, okay, darauf wird der Markt in der Regel so reagieren. Aber bei vielen Nachrichten ist es auch sehr schwer, weil es gibt immer verschiedene Aussagen im Nachgang, zum Beispiel buy on good news, kaufen bei guten Nachrichten. Das passiert aber auch sehr häufig, dass es eben heißt sell on good news. Das heißt, wir wissen eigentlich vorher nicht, was passiert. Und deswegen ganz wichtig, wenn man es nicht genau weiß, dann lieber nach der Nachricht handeln und schauen, was der Markt aus dieser Nachricht macht. Was ist jetzt hier dabei wichtig? Wie kommt es überhaupt zu den starken Bewegungen? Das liegt daran, dass wir eine Verschiebung von Angebot und Nachfrage haben. Und das möchte ich hier auch kurz anzeigen. In der Regel ist es so, wenn der Markt gut läuft, und wir stellen uns das vor, das wäre wie eine Wippe, dann sind vielleicht sehr viele Trader longlastig engagiert. Das heißt, es gab vielleicht viele gute Nachrichten und viele Händler sind auf der Long-Seite unterwegs. Jetzt kommt die Nachricht. Und jetzt kann es zum Beispiel passieren, wenn die Nachricht negativ ist. Zum Beispiel hatten wir eine Nachricht diese Woche gehabt von der Deutschen Bank, eine Kapitalerhöhung, die sehr häufig negativ zu Buche schlägt. Was passiert dann? Dann möchten alle die, die hier waren, auf die andere Seite plötzlich. Und was passiert dann, wenn die viele Trader auf die andere Seite wechseln? Dann schlägt das Ganze um. Das führt dazu, dass wir eine Verschiebung von Angebot und Nachfrage bekommen. Und das wird nicht innerhalb einer Minute ausgeglichen, sondern geht dann über einen längeren Zeitraum, über mehrere Stunden, Tage, manchmal sogar Wochen. Und das Ganze können wir uns zunutze machen. Das heißt, wir werden hier heute sehen, wie man das Ganze in Kleinzeiteinheiten umsetzen kann, sprich Minute oder 5 Minuten, aber alternativ auch auf Stundenbasis für alle die, die zum Beispiel berufstätig sind und mittelfristig engagiert sind. Es gibt auch nicht besser oder schlechter hier. Beide sind einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen und der gute Händler nutzt beide für sich, um langfristig erfolgreich zu sein. Was allerdings alles gemein haben, ist die Auswirkung auf den Preis. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, sobald wir Bewegung im Markt bekommen, egal ob die Kurse steigen oder fallen, es hat halt Auswirkungen auf unseren Preis, den wir für den Wert bezahlen müssen und vor allen Dingen auch das, was andere bereit sind, dafür zu bezahlen. Vorteil für uns, wir leben von den Differenzen und es ist eigentlich egal, ob die Märkte steigen oder fallen. Wichtig ist für uns nur, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Kommen wir zu den Besonderheiten des News Tradings. Anders als im normalen Handel, wo wir vielleicht viel Zeit haben zu reagieren, gerade wenn wir Tag- oder Stundenhändler sind, kommt es hier häufig auf Geschwindigkeit an. Vor allen Dingen, wenn wir, wie ursprünglich gesagt, sehr früh handeln möchten, also bevor der Markt anfängt, richtig aktiv zu werden. Dann ist es von uns wichtig, wir müssen die Nachricht lesen, wir müssen sie vor allen Dingen verstehen und dann müssen wir uns entscheiden, möchten wir sie interpretieren und dann sofort umsetzen oder warten wir tatsächlich, bis der Markt angefangen hat zu laufen und handeln dann einfach in die Trendrichtung, in die der Markt uns vorgibt. Aber wir müssen auf jeden Fall geistige Schnelligkeit beweisen. Volatilität. Der Markt ist sehr volatil, gerade zu Handelsbeginn, wenn es eine große Nachricht gegeben hat. Und davon gab es in den letzten Tagen sehr viele. Im deutschen Markt werden wir uns sicherlich daran erinnern. Wir haben gestern Adidas gehabt, wir haben die Woche Deutsche Bank gehabt, wir haben letzte Woche Covestro gehabt. Also viele wichtige Nachrichten, die dazu geführt haben, dass die Märkte sich sehr stark bewegen. Und all diese Bewegungen können wir fürs Trading nutzen. Und zwar relativ einfach, weil es alles Nachrichten waren, von denen man schon mehr oder weniger im Voraus wusste, wie der Markt darauf reagiert. Das heißt, wir können hier sehr einfach eine sehr hohe Performance erzielen. Und ich möchte hier zeigen, wie man das dauerhaft, vor allen Dingen duplizierbar auch anwenden kann. Das Ganze bringt uns große Chancen, viel größere Chancen als in anderen Bereichen. Aber wie gesagt, wir haben hier auch eine höhere Volatilität. Das heißt, wir müssen auch damit leben können, dass der Markt sich schnell bewegt. Wem das auf den kleinen Zeiteinheiten zu schnell ist, zum Beispiel bei dem Handel auf Minutenbasis, wo die Märkte sich ja doch relativ zügig hin und her bewegen, da sehen wir häufig ein Flackern der Kurse, kann ja auch weitergehen und dann zum Beispiel sagen, okay, wenn mir das zu schnell ist, ich nehme lieber die 5 Minuten oder für den Händler, der zum Beispiel berufstätig ist, ist auch eine gute Möglichkeit, die
Stunde zu wählen, weil dann muss man gar nicht an dem Tag unbedingt aktiv werden, sondern es reicht auch, am Tag danach aktiv zu werden. Das heißt, selbst wenn man abends erst die Nachricht liest, ist noch genügend Zeit in der Regel, einen positiven Trade daraus zu machen. Das alles führt dazu, dass wir eine deutliche Outperformance erreichen, A zum Vergleichsindex, weil darum geht es ja, möglichst mehr Rendite zu erzielen als diese typischen 6-8%, wobei viele Trader, und wenn ich sage viele, dann meine ich die Mehrzahl der Trader, schaffen nicht mal diese 6-8% Performance, aber mit News Trading haben wir die Möglichkeit, deutlich, deutlich mehr Performance zu erhalten. Ein Vielfaches im Endeffekt, weil diese 6-8% lassen sich häufig auch schon mit einem einzigen Trade realisieren. Warum sind jetzt News so wichtig? Wie kommt es überhaupt, dass so viele Leute darauf reagieren? Wir bekommen natürlich mit News sehr viel Aufmerksamkeit. Ich denke, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn ich morgens zum Beispiel schaue, wie gehe ich an den Markt heran? Das heißt, ich stehe morgens auf, lese Nachrichten, die Zeitung, gehe dann ins Büro und schaue mir dann an, okay, welche Wirtschaftsdaten gibt es denn eigentlich seit gestern Abend, seit ich aus dem Büro verschwunden bin? Das heißt, ich schaue mir an, wie haben die amerikanischen Börsen gestern geschlossen? Gab es nachbörslich irgendwelche Nachrichten, die wichtig waren? Gab es heute im europäischen oder deutschen Markt Nachrichten, die die Kurse beeinflussen können? Welche dazugehören, schauen wir uns gleich an. Was steht im Netz auf den verschiedenen Nachrichtenportalen und was sagen die Social-Media-Kanäle? Also alles Dinge, die wir jetzt hier sehen können, die nutze ich im Endeffekt für den Handel. Ich nenne das immer diese Vorbereitung, diese Handelsvorbereitung, die jeder Trader jeden Tag machen sollte. Denn nur so ist es sicherlich gewährleistet, dass wir immer auf dem gleichen Stand sind wie Berufshandel, weil darum geht es ja im Endeffekt. Der Berufshandel ist ja nicht viel schlauer als wir. Davon müssen wir uns lösen. Wir müssen nur genauso mit den Informationen umgehen, wie die das auch machen. Also das heißt, uns steht im Endeffekt alle Nachrichten genauso zur Verfügung wie der Berufshandel auch. Sie können vielleicht mal einen Bruchteil einer Sekunde schneller reagieren, aber im Großen und Ganzen wissen sie auch nicht mehr wie wir. Und da kann man sich eben an verschiedenen Bereichen informieren. Wie gesagt, es kommt nicht darauf an, wenn man gute oder schlechte Nachrichten hat, dass man immer sofort reagieren muss. Das Handeln auf Stundenbasis setzt eh voraus, dass meist ein Tag vorbei ist. Und deswegen reicht es auch, wenn man zum nächsten Tag zum Beispiel in einer Fachzeitschrift liest, es gab eine Kapitalerhöhung oder dieses oder jenes ist passiert. Newsfeeds sind eigentlich auch immer sehr gut. Ich zum Beispiel nutze VWD als Nachrichtenfeed, um dort einfach regelmäßig jeden Morgen mich auf dem Laufenden zu halten, welche Informationen gibt es. Es gibt auch kostenfreie Informationen, die kommen dann meistens 15 Minuten zeitverzögert, findet ihr zum Beispiel auf Nachrichtenseiten wie Finanznachrichten. Wie gesagt, Social Media ein ganz wichtiger Faktor, weil dort findet man wirklich alle Informationen, das, was auch andere Händler und Trader bewegt. Und ich denke, hier kann man sich sehr gut ein Bild machen von der Meinung. Was ich nicht machen würde, ist viel darauf geben, was die Leute schreiben. Es geht eher darum, Ideen zu bekommen, was andere Trader bewegt, weil sie vielleicht etwas gelesen haben, was uns selber entgangen ist. Kursrelevante Nachrichten beeinflussten nicht nur das Verhalten von Investoren, sondern auch von Tradern. In erster Linie von Tradern, aber auch Investoren sind häufig bereit, Positionen einfach umzuschichten, wenn eine besonders gute oder eine besonders schlechte Nachricht in den Markt hineindrückt. Welche das sein können und wie man damit umgehen kann, da schauen wir uns gleich im Einzelnen an. Wichtig ist nur zu wissen, wir haben es hier mit zwei komplett unterschiedlichen Personengruppen zu tun. Der Trader ist in der Regel derjenige, so wie ich zum Beispiel, der interessiert ist, möglichst kurzfristig positive Performance zu erreichen. Das heißt, mein Ziel ist es zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, im Minuten-Chart oder manchmal auch in noch kürzeren Zeiteinheiten sehr schnelle Bewegungen mitzubekommen, häufig dann tatsächlich auch schon wieder nach 10, 15, 20 Minuten aus dem Markt zu gehen. Oder Positionen, die ich in kleinen Zeiteinheiten aufgenommen habe, in größere zu transferieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich auf Minutenbasis einen Trade aufgemacht habe, versuchen, diesen weiter mitzunehmen. Das macht durchaus Sinn, wenn man schaut, wenn das der Minutenchart ist und der Markt läuft hier nach oben, warum sollte man nicht einfach sagen, man nimmt irgendwo Gewinne mit aus seiner Position und geht dann vielleicht in die nächstgrößere Zeiteinheit, zum Beispiel von der Minute auf die 5 Minuten, um dann einen wesentlich größeren Trend zu erwischen, um diesen dann einfach mitzunehmen, weil der Minutenchart würde ja eventuell, in dem wir vorher eingestiegen sind, so aussehen. Das heißt, wir können hier davon profitieren, dass der Markt dann noch ein ganzes Stück weiterläuft. Und das bedeutet für uns, wir sind mit einem kleinen Risiko eingestiegen, vielleicht von einem halben oder von einem Viertel Prozent, haben dann,
wenn wir zwei oder das Vierfache verdient haben, einen Teil glattgestellt und lassen dann über den ganzen Tag die Position laufen. Führt dazu, dass unser Gewinn sich natürlich vervielfacht und das ist natürlich für uns als Trader auch sehr wichtig, weil eins dürfen wir nicht vergessen, es gibt nicht nur Gewinntrades im Handel. Das heißt, auch wenn Use Trading sehr einfach zu duplizieren ist, wenn man erst einmal verstanden hat, welche Nachrichten wollen wir handeln und wie gehe ich damit um. Aber prinzipiell gibt es auch hier, jeder zweite Trade wird im Regelfall kein positiver Trade sein. Ob das jetzt 40% Verlusttrade sind oder 45%, spielt dabei erstmal keine große Rolle. Wichtig ist nur zu wissen, dass es diese Verlusttrades auch gibt. Und deswegen brauchen wir einfach durchschnittlich höhere Gewinne als Verluste. Bei dem Investor sieht es etwas anders aus. Der Investor ist nicht daran interessiert, kurzfristige Gewinne unbedingt zu realisieren, sondern er sieht eher das große Ganze. Auch das ist natürlich wichtig, wenn sich prinzipiell etwas verändert hat in der Situation des Marktes. Das heißt zum Beispiel, wenn der Investor die Möglichkeit hat, bei einer Kapitalerhöhung vielleicht nochmal nachzufassen, gute, günstige Aktien nochmal wesentlich günstiger einzukaufen, wird er hier sicherlich oft zuschlagen. Anders sieht es aus, wenn ein Unternehmen bisher positive Gewinnaussichten hatten. Auch das ist hier etwas, was sehr häufig vorkommt, dass ein Markt sehr, sehr lange positiv gelaufen ist. Ich zeichne das einfach mal hier so auf. Der Markt läuft hier raus. Und jetzt gibt es eine Nachricht, die sagt, okay, die Gewinne werden in den nächsten 12 bis 24 Monaten eher sich am unteren Rand der Erwartungen bewegen oder vielleicht noch wesentlich schlechter. Und der Markt reagiert darauf erstmal vielleicht negativ. Jetzt ist natürlich die Entscheidung nicht nur für den Trader, sondern auch für den Investor. Möchte ich hier überhaupt noch in der Position sein oder möchte ich diese vielleicht besser reduzieren, vielleicht sogar komplett abstoßen? Und das würde natürlich häufig dazu führen, dass dann eine solche Aktie einen komplett neuen Trend einsetzt. Die Bewegungen, die darauf folgen, sind meist sehr stark und sehr dynamisch. Das heißt, wenn jemand sich tatsächlich überlegt, rauszugehen aus einem solchen Markt, werden wir sehen, dass der Markt sehr schnell fällt. Und das sehen wir auch bei Kapitalerhöhungen sehr häufig, diese starken Bewegungen. Und ich werde gleich zeigen, wie man das Ganze eben im Trading für sich nutzen kann. Aber wie gesagt, der Investor oder auch der mittelfristige Anleger, der auf Tag und Stunde handelt, kann sich das zunutze machen und auch hiermit überdurchschnittliche Performance erzielen, und zwar mehr, als man mit einer Buy-and-Hold-Strategie machen könnte. Wie man das macht, auch auf Tag-Stunde, werde ich gleich zeigen. Wichtig ist das, was ich gerade gesagt habe, dass es häufig dann zu fundamentalen Veränderungen kommt. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir nur einen kleinen Unterschied sehen zu vorher, dass das Unternehmen jetzt statt 30 Cent pro Aktie vielleicht 31 verdient oder 29. Das sind nur kleine Veränderungen, die aber sind nicht fundamental. Fundamental ist aber, wenn ein Unternehmen zum Beispiel hergeht und sagt, wir spalten einen Teil unseres Unternehmens ab, wie wir das bei E.ON zum Beispiel gesehen haben. Das führt dazu, dass das Unternehmen E.ON plötzlich komplett anders bewertet wird als das abgespaltete Unternehmen. Ob das positiv ist oder negativ, kann man mit der Zeit herausbekommen, man kann es herauslesen. Wir werden uns aber auch gleich anschauen, wie man das Ganze dann im Chart sehen kann und wie man das Ganze fürs Trading nutzen kann. Das heißt also, fundamentale Veränderungen sind im Endeffekt das Salz in der Suppe, was für uns als Trader extremst wichtig ist. Denn je größer die Gegenbewegung ist, desto mehr Geld können wir verdienen. Ich möchte nochmal an diese Wippe erinnern. Wenn viele Trader auf der falschen Seite stehen, bekommen wir sehr viel Bewegung in die Märkte. Das ist im Endeffekt das, wovon Trader leben und sich darauf freuen, solche Gegebenheiten zu bekommen, weil sie dann sehr viel Geld in ganz kurzer Zeit verdienen können. Weil das ist ja im Prinzip der Sinn eines Daytrader, dass er nicht Wochen, Monate oder Jahre warten muss, um 6 oder 8% Performance zu bekommen, sondern er möchte diese Performance ja möglichst in 4 Wochen, 3 Wochen, 2 Wochen oder auch in einer Woche machen. Deswegen sind News eigentlich ideal und viele gute News-Trader verdienen sehr, sehr viel Geld in den Märkten, mehr als wir uns vorstellen können. Welche News sind jetzt relevant? Das heißt, worauf sollten wir jetzt wirklich achten? Denn nicht jede News, die kommt, ist wirklich kursbeeinflussend. Non-Farm Payrolls, das ist die Arbeitslosenquote in den USA, sicherlich eine der meistbeachteten Daten, die rauskommen, das ist immer freitags, wo viele Investoren drauf schauen. Wichtig ist auch zu wissen, welche Märkte werden denn dadurch bewegt. Bei Arbeitslosendaten sind es sehr häufig die amerikanischen Indizes, hat aber auch Auswirkungen auf der anderen Seite auf viele Einzelaktien, zum Teil auch auf die Devisenkurse und manchmal auch auf den Bondmarkt. Zinsentscheidungen. Egal, wo die Zinsentscheidungen gefallen sind, ob in Deutschland, in Europa
USA spielt eigentlich keine Rolle. Zinsentscheidungen werden von fast jedem Investor beobachtet. Fettsitzung heißt deshalb das Thema, darauf ist immer zu achten. Und es ist weniger die Aussage aufgrund der Veränderung des Zinssatzes als die anschließende Pressekonferenz, die wir sehen, die die Kurse beeinflusst. Denn es ist einfach so, dass die Märkte im Regelfall im Vorfeld schon wissen, ob die Zinsen eher angehoben werden oder ob sie stabil bleiben oder ob sie gesenkt werden. Das ist etwas, was der Markt im Vorfeld häufig schon eingepreist hat. Was wir sehen können, ist allerdings, dass durch die Pressekonferenzen, das heißt durch die Aussage derjenigen, die dort zu entscheiden haben, beeinflussen den Markt. Und da können wir dann sehen, dass die Märkte daraufhin sehr, sehr stark variieren. Und dafür gibt es mehrere Handelsansätze, wie ich das zum Beispiel mache, nach Zinsentscheiden. Das kann man zum Beispiel sehen in meinen Videoserien, die man bei mir in der Videothek kostenfrei findet. Wie gesagt, EZB-Sitzung ähnlich. Es gibt also viele einzelne Dinge, auf die man schauen kann. Unternehmenszahlen, ganz, ganz wichtig, gerade wenn Quartalszahlen kommen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben in den letzten Tagen, wie gesagt, sehr viele Daten bekommen und deswegen konnte man auch in den letzten Tagen extremst viel Geld intraday verdienen. Einzelne Aktien, davon habe ich gerade schon angesprochen, ob das die Deutsche Bank war, ob das Adidas war, ob das Covestro war. Es sind viele, viele Werte, mit denen man sehr gutes Geld verdienen konnte. Und ich habe mich gestern Abend noch entschieden, noch einen oder anderen Titel davon auch mit aufzunehmen hier beim Vortrag, um euch zu zeigen, wie ich das Ganze fürs Trading dann nutze. Sehr gut lassen sich auch Übernahmeangebote handeln. Auch das ist etwas, was man sehr gut für sein Trading nutzen kann. Das liegt einfach daran, dass viele Unternehmen hier das erste Übernahmeangebot nicht so am Maximum ansetzen. Das heißt, man geht erstmal in den Markt hinein mit einem Übernahmeangebot, verhandelt miteinander und schaut dann, ob man nicht vielleicht noch ein bisschen nachbessern kann. Und das Ganze können wir natürlich dann auch für unser Trading nutzen. Denn wenn das Übernahmeangebot kommt, dann passiert natürlich etwas, was sehr schön wäre, wenn wir das vorher wissen würden. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einem Wert drinne ist, wir wären hier in dem Wert drinne. Ich nehme mal als Beispiel, ich habe einmal die Aktie Mannesmann besessen, ist schon viele, viele Jahre her. Und dann ist die Firma Vodafone gekommen und hat gesagt, okay, wir übernehmen die Aktie mit einem Aufschlag von 30%. Was passiert ist, ist, dass der Markt am nächsten Tag ungefähr 29% höher eröffnet hat. Das ist natürlich für mich ein Riesending gewesen. Das ist eines meiner besten Trades gewesen, die ich gemacht habe, aber die haben halt, kann ich eigentlich im Endeffekt nichts für, weil das Ganze ist overnight passiert. Ich wusste nicht, dass es eine Übernahme gibt, also ist im Endeffekt Glück gewesen, in diesem Fall ein Riesengeschäft zu machen. Wenn man hier drin ist in einer solchen Position, man hat vielleicht für 20.000 Euro die Aktie besessen und sie wird jetzt mit 30% höher bewertet am nächsten Tag, okay, dann hat man 6.000 Euro verdient, aber für die können wir eigentlich nichts. Punkt ist aber, dass ein guter Trader, wenn er viel und konsequent handelt, auch hiervon profitiert, dass natürlich auch solche Ereignisse ihn einmal einholen. Wichtig ist nur zu wissen, dass wir diese negativen Sachen, dass zum Beispiel ein Gap auf der anderen Seite entsteht, viel länger im Kopf behalten. Diese positiven Aspekte vergessen wir sehr häufig. Wichtig ist also, wie gesagt, wenn es diese Gaps gibt, so würde man normalerweise sagen, wenn hier der Kurs ist, die Übernahme ist für 40 angesetzt worden, dann ist häufig der Kurs hier bei 39,60 zum Beispiel. Das heißt, es gibt hier noch eine kleine Differenz von ungefähr 1%. Jetzt ist natürlich die Frage, will ich jetzt dieses Geschäft machen wegen diesem 1%? Auf der einen Seite sage ich, naja gut, wenn die Übernahme vielleicht 4 oder 6 Wochen dauert, ist 1% schon sehr viel Geld. Es kann allerdings auch dazu kommen, dass es noch zu einer Nachbesserung des Angebots kommt, dass zum Beispiel derjenige, der die Firma übernehmen möchte, nochmal sagt, okay, wir machen das nicht für 40, sondern wir machen es für 42 Euro. Und das würde bedeuten, dass der Markt dann nochmal einen Schritt von 5% macht. Und dafür gibt es zum Beispiel Strategien, wie man das Ganze umsetzen kann. Kapitalerhöhungen. Haben wir die letzte jetzt im Endeffekt letzte Woche noch gehabt hier mit der Deutschen Bank. Deswegen habe ich auch den Trade mitgebracht, damit man einfach mal sieht, wie man damit umgehen kann. Das ist im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, was wir hier gesehen haben. Das heißt, der Markt ist vorher auch ganz normal gelaufen. Gerade die Bankwerte sind ja in den letzten Wochen und Monaten eher stark gewesen seit der Trump-Wahl. Das heißt, so seit Mitte November haben wir sehr stark steigende Bewegungen gesehen. Jetzt ist allerdings die Deutsche Bank gekommen und hat gesagt, nee, wir brauchen frisches Kapital. Und was passiert? Es ist zu einem Gap gekommen. So, und dieses Gap ist jetzt nach unten gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt weiter damit um? Und das zeige ich gleich, weil auch hier ist es natürlich wichtig,
Was ist der erste Kurs? Weil der erste Kurs ist natürlich entscheidend dafür, ob, wenn zum Beispiel die Kapitalerhöhung für einen Kurs hier unten angesetzt ist oder ob der Kapitalerhöhung für einen Kurs hier angesetzt ist. Denn wenn der Kurs hier aufmacht und die Kapitalerhöhung aber hier stattfinden wird, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass der Markt eher in diese Richtung tendiert. Ist es umgekehrt, der Markt eröffnet höher als der Wert, wo die Kapitalerhöhung kommt, dann muss es nicht zwangsläufig heißen, dass es bergab geht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Wir müssen aber als Trader nicht raten. Wir können uns vom Markt zeigen lassen, was er will und was die Masse, also das große Geld im Endeffekt möchte. Denn Kapitalerhöhungen werden ja in der Regel nicht von uns Kleinaktionären gezeichnet, sondern von den Großen. Und die haben sich natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, wer möchte denn hier vielleicht diese Kapitalerhöhung zeichnen. Und von daher ist es ganz wichtig zu schauen, was macht das große Geld. Und das nutzen wir dann auch fürs Trading. Kommen wir nun zu den Grundlagen und den Strategien. Prinzipiell handle ich immer nur dann, wenn ich Aufwärts- oder Abwärtstrends habe. Das ist für mich ganz wichtig, denn es macht nur dann Sinn zu handeln, wenn man tatsächlich sieht, gerade wenn man markttechnisch orientiert ist, wenn wir steigende Hochs und steigende Tiefs im Markt sehen oder eben auf der Short-Seite, wenn wir fallende Hochs und fallende Tiefs haben. Ich denke, das ist Basiswissen, das sollte man wissen, wenn man als Trader agiert. Warum ist es so wichtig für uns? Das möchte ich vielleicht noch gerade kurz erklären, weil wir natürlich eine Basis brauchen, wie wir Stops vernünftig setzen können. Das ist eigentlich der Punkt, damit wir immer wissen, okay, wenn der Markt in eine Richtung läuft, zum Beispiel hier auf der Seite Long, dann müssen wir natürlich immer genau wissen, wo wollen wir denn unsere Stops hinsetzen. Und wenn wir uns dann anschauen, wir gehen hier an einer solchen Stelle vielleicht in den Markt hinein, dann ist für uns auch ganz klar, wo der Stop hingehört. Und so können wir hier immer an die Tiefs die Stops nachziehen. Und das ist eben der große Vorteil, wenn man eine Handelsidee hat. Das ist ja der erste Punkt des Handelsplans. Wir brauchen erstmal eine Handelsidee. Und dann brauchen wir ein Setup, wie kommen wir in den Markt. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Idee, wie möchten wir diesen Trade verwalten. Und das ist zum Beispiel hier bei mir markttechnisch, dass ich einfach sage, ich ziehe die Stops nach Markttechnik nach. Und da möchte ich jetzt erst zwei verschiedene Möglichkeiten vorstellen. Also erst einmal, ist der Markt long gerichtet oder ist der Markt short gerichtet? Und dann stellt sich die Frage, möchte ich eher im Trendhandel agieren? Das heißt, wenn der Markt nach oben läuft, möchte ich zum Beispiel die Stops immer unter die Tiefs setzen. So wie jetzt hier unten, wenn ich einsteige, dann zieht der Markt nach oben, läuft wieder zurück und mit dem neuen Hoch entschließe ich mich dann, den Stop einfach nachzuziehen. Läuft der Markt weiter hoch und kommt wieder zurück. Auch dann gehe ich dazu über und ziehe den Stop nach. Das ist aber nur Handlungsmethode. Das heißt, wir brauchen nur eine Idee, wie wir möchten mit einem offenen Trade umgehen. Das hat nichts damit zu tun, was möchten wir handeln, wann möchten wir handeln, wie muss der Trade verortet sein, sondern es geht einfach nur darum, die Stop-Logik zu erkennen, wie wir mit einem Trade umgehen möchten. Eine weitere Möglichkeit ist der Bewegungshandel. Das heißt, wir möchten nicht den gesamten Trend handeln, so wie wir das vorhin gesehen haben, sondern wir gehen einfach hin und sagen, wir möchten nur diesen Teil hier handeln. Also nicht den Trend, den Stop hier nachziehen, sondern nur die eine schnelle, dynamische Bewegung. Möchten dann möglichst weit hier oben aussteigen, um dann nach der Korrektur wieder hier reinzukommen und den nächsten Bewegungsschub mitzunehmen. Auch hier ist es so, es gibt hier nicht besser oder schlechter. Es ist immer eine Frage der Zeit, die ich zur Verfügung habe als Trader, eine Frage meiner mentalen Einstellung und die Möglichkeit, was kann ich denn profitabel handeln? Auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele Trader haben sehr viele Ideen. Wichtig ist nur, dass wir uns erstmal auf zwei oder drei wichtige Aspekte beim Trading konzentrieren, dann einen Handelsplan haben, dann traden und das Ganze dann in einem Handelsjournal festlegen, fixieren und auswerten. Und gerade das Auswerten ist ein ganz wichtiger Punkt. In allen meinen Coachings und Workshops, die ich regelmäßig veranstalte, Workshops mache ich 9 Stück im Jahr jedes Mal. Frage ist immer, wie viele Trader sind profitabel? Wir sehen in der Regel immer, dass die Teilnehmer, die auf Seminare kommen, dass es zwischen 10% und 25% liegt. Zweite Frage ist immer, wer führt ein Trading Journal? Auch da ist die Zahl in der Regel zwischen 10% und 25%. Spannend ist jetzt aber zu sehen, wie sieht es aus? Wer ist denn jetzt der Gewinner? Der, der das Handelsjournal führt oder der, der nicht das Handelsjournal führt? Und im Regelfall ist die Schnittmenge am größten bei denen,
die ein Trading-Journal führen, einen Handelsplan haben und diesen konsequent umsetzen. Das heißt nicht, wenn man einen Handelsplan hat und ein Trading-Journal führt, dass man automatisch Winning-Player an den Märkten ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man es wird, ist sehr, sehr hoch. Im Gegensatz dazu, alle Trader, die zum Beispiel eher aus dem Bauch heraus traden und nicht ihre Trades anschließend dokumentieren und auswerten. Und wichtig ist, wie gesagt, das Thema Auswerten anschließend, die gehören im Regelfall nicht zu den Winning-Playern. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, der das erfolgreich macht. Und wir reden jetzt nicht davon, dass man 3 Wochen oder 4 Wochen profitabel tradet, sondern Quartal für Quartal, Jahr für Jahr. Und da ist es wirklich so, dass die größten Trader im Regelfall ein Handelsjournal führen und dieses konsequent auswerten. So, nun möchte ich gerne ein paar Beispiele zeigen, wie man das Ganze dann natürlich auch profitabel nutzen kann. Denn was nützt die ganze Theorie, wenn man es in der Praxis nicht sieht? Wie kann man das für sich nutzen? Wichtig erstmal, immer zuerst, bevor man anfängt zu handeln, verstehen, warum will ich denn überhaupt einen Trade eröffnen? Das ist sicherlich eines der wichtigsten Punkte, dass wir nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, wieso möchte ich jetzt in einen Apple Trade hineingehen, sondern vielleicht, dass ich die Nachricht nutze, die gekommen ist. Das heißt, wir sehen hier ganz gut, Quelle nachrichten.de ist auch eine kostenfreie Seite, die ihr fürs Trading nutzen könnt, um euch auch zu informieren, was ist passiert. AirPods-Skandal, Verkaufsstart auf unbestimmte Zeit verschoben. Frage, die ich mich jetzt stellen muss als Trader, ist das eine positive Nachricht oder eine negative? Wenn ich das für mich entscheiden kann, dann kann ich auch überlegen, denken wir an das erste Bild, was ich vorhin hatte. Möchte ich auf der Timeline möglichst früh reagieren, das heißt möglichst vor Handelsstart oder gerade zum Handelsstart, oder sage ich, nein, ich kann es nicht beurteilen und möchte lieber warten mit dem Trade, um zu schauen, was macht der Markt aus dieser Nachricht. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das, wenn wir die Nachricht lesen, einordnen müssen. Ist es eine Nachricht, die ich sofort klar habe, es ist positiv oder negativ? Wenn ich es nicht genau weiß, dann immer besser sagen, okay, ich warte einfach, was der Markt mir zeigt und fange dann an zu handeln. Bei dem Apple Trade war es zum Beispiel so, dass das Gap, was entstanden ist, was wir vorbörslich auch schon sehen konnten, bei etwa 3-4% lag. Als der Handel dann eröffnet hat, konnte man ganz gut sehen, dass wir hier ein Gap hatten zur Handelseröffnung von gut 3% minus. Ich fange jetzt extra mit den größeren Zeiteinheiten an, das heißt für alle Trader, die jetzt zum Beispiel auf Stunde agieren, damit die auch sehen, auch als Stundentrader ist es hochprofitabel von News, diese zu nutzen, weil die News ist rausgekommen und wenn wir gleich sehen, wo wir eingestiegen sind, bis dahin sind mehr als 2 Tage, in dem Fall sogar 3 Tage vergangen. Das heißt, man hat sehr, sehr viel Zeit gehabt, sich zu überlegen, was mache ich, wenn der Markt dieses oder jenes macht. Was wir hier sehen können, ist, der Markt ist erst mit einem Gap nach unten gestartet, hat dann im Endeffekt im Laufe des Tages sehr viele seiner Verluste gut gemacht, bevor er dann am nächsten Tag wieder übergegangen ist in eine neue Abwärtsbewegung. Das ist etwas, was wir auch sehr häufig sehen und es lässt sich auch relativ einfach erklären. Ich zeige dir das Ganze hier auch nochmal an. Wir hatten zum Beispiel bei Apple einen sehr, sehr sauberen Aufwärtstrend. Dann kam die negative Nachricht und der Markt hat mit einem Gap nach unten aufgemacht. Jetzt müssen wir uns überlegen, was passiert denn jetzt tatsächlich praktisch? Bisher hatten wir viele Marktteilnehmer gehabt, die positiv eingestellt waren in der Aktie und der Markt ist nach oben gelaufen. Jetzt gibt es ein Gap nach unten mit einer wichtigen Nachricht. Was jetzt halt wichtig ist, ist, wie entscheiden jetzt die Kunden, die Leute, die im Markt drin sind, die ganzen Marktteilnehmer? Und was ist mit den Orders, die hier zwischenlagen? Hier gab es ja in der Regel nur Kauforders dazwischen. Das heißt, im Normalfall ist es ja so, der Markt schließt hier oben und dann gibt es hier an den unterschiedlichen Stellen ja Käufer im Markt. Wenn der Markt allerdings hier unten aufmacht, heißt es nichts anderes, als dass alle diese Käufer ja schon in diesem ersten Kurs abgearbeitet wurden. Das heißt, diese ganzen Käufer gibt es nicht mehr. Verkäufer sind auch zum ersten Kurs rausgegangen. Das heißt, die, die auf der Short-Seite gestanden haben und raus wollten aus dem Markt, auch die sind jetzt alle verschwunden. Und was dann passiert, ist eigentlich ein Phänomen, was wir sehr, sehr häufig sehen, dass trotz negativer Nachricht der Markt erst einmal in die entgegengerechte Richtung geht. Eben aus diesem Grund, weil Käufer und Verkäufer mit dem ersten Kurs komplett weggewischt wurden.
Und erst danach, wenn der Markt sich wieder beruhigt hat, das kann einige Minuten, es kann aber auch einige Stunden dauern, dann kommt eigentlich erst die richtige Bewegung. Und das ist das, was wir jetzt bei Apple gleich auch sehen werden, wie man das Ganze dann in einem Trade vernünftig umsetzen kann. Wir sehen also hier sehr deutlich, der Markt ist hier von oben hier schön heruntergekommen, hat hier sehr schön korrigiert über den gesamten Tag hinweg, ist am nächsten Tag nochmal zurückgekommen, hat dann am darauffolgenden Tag, also an dem dritten Tag, versucht, hier nochmal neue Hochs zu machen. Das ist dem Markt nicht gelungen. Und danach erst ist der Markt dazu übergegangen, tatsächlich auf neue Tiefs zu laufen, sodass man hier unter dem Tief einen Short aufmachen konnte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn man kann hier ganz gut sehen, hier sind zwei Tiefs im Endeffekt durchbrochen worden. Ich zeichne das hier auch nochmal kurz ein. Einmal das Tief von dem Tag und auch das Tief, was danach lag. Das heißt, hier sieht man ganz klar, der Markt ist hier heruntergekommen und hat diese beiden Tiefs herausgenommen. Und das war für mich dann das Signal zu sagen, okay, hier scheint es ganz klar zu sein, dass die Masse der Marktteilnehmer nicht im Markt bleiben möchte, sondern eher die Short-Seite sucht. Danach ist der Markt dann um mehrere Stunden oder Perioden gefallen. Dann gab es eine dieser typischen Korrekturen. Auch das ist etwas, was vollkommen normal ist. Der Markt macht eine sehr große Bewegung. Zeichne das hier auch noch mal kurz ein, damit das hier gut zu sehen ist. Das heißt, der Markt kommt hier im Endeffekt herunter. Mit dem Durchbruch geht es dann sehr dynamisch nach unten. Was dann passiert, ist eine typische Korrektur. Wichtig ist, dass man diese nicht überbewertet, denn das machen sehr, sehr viele Trader, gerade im Daytrading, die dann sagen, ja, das ist jetzt weit gefallen, ich glaube, viel tiefer kann es mit Apple nicht gehen. Das sind auch häufig die Trader, die vielleicht sogar Apple-Produkte besitzen, die sagen, okay, das ist jetzt alles eingepreist und versuchen dann die Long-Seite zu spielen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Daytrader, die sagen, okay, der Markt ist weit gefallen, ich nutze das jetzt einfach mal fürs Trading. Inwieweit das sinnvoll ist, ist jetzt nicht Thema des heutigen Tages, aber prinzipiell ist es natürlich immer viel einfacher zu sagen, wir warten ab, bis diese Aufwärtsbewegung beendet ist und nutzen dann die andere Seite. Der Trendhändler ist ja im Markt drin, der ist ja bereits an dieser Stelle hier eingestiegen. Ich zeige das nochmal kurz. Hier an der Stelle ist der Trendhändler eingestiegen und hat seinen Stop hier oben drauf gesetzt. Das heißt, jetzt als es hier unten ein neues Tief gegeben hat, konnte der Trendhändler seinen Stop im Endeffekt von hier nach hier nachziehen. Und das ist halt ein großer Vorteil, weil es ist jetzt sehr entspannt. Er ist im Gewinn, das heißt, wenn er mit 100 Euro Risiko reingegangen ist, auch das ist etwas, was ich hier nochmal kurz zeigen möchte. Wenn man zum Beispiel ein Konto hat in einer Größe von beispielsweise 10.000 Dollar oder 10.000 Euro, ganz dahingestellt, und wir haben jetzt einen solchen Trade, sind wir eingegangen und wir haben gesagt, okay, wir gehen da rein mit einem Risiko beispielsweise von 1%. Das würde dann in diesem Beispiel ausmachen 100 Euro. So, und wenn wir einen solchen Trade gemacht haben und jetzt den Stop nachziehen können, wie hier in diesem Bild, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir schon 100 Euro verdient haben und es ist vollkommen egal, was jetzt mit dem Trade passiert, denn wir müssen uns immer vorstellen, was ist denn emotional bei uns? So lange, bis wir den Stop nicht nachziehen können, ist das natürlich ein großes Problem. Wir kommen rein in den Trade und jetzt sehen wir, dass die Gewinne auflaufen. Ganz großer Vorteil. Jetzt kommt aber die Korrektur und das heißt, von unseren vielleicht 200 Euro, die wir theoretisch schon an Gewinn hatten, wird uns jetzt wieder ein Stück weggenommen und wir haben vielleicht nur noch 100 Euro. Aber nachdem es jetzt hier unten neue Tiefs gegeben hat und der Markt jetzt für uns die Möglichkeit geboten hat, die Stops nachzuziehen, ist der Trade risikolos. Das heißt, wir haben 100 Euro in dem Beispiel verdient und egal, was jetzt passiert, es kann uns vollkommen egal sein, denn wir brauchen hier nicht mehr nach dem Trade zu schauen. Ich mache es persönlich zum Beispiel so, in dem Moment, wo ich einen Trade eingegangen bin, ist der Trade für mich egal. Weil ich, wenn ich anfange zu traden und ich habe zum Beispiel wie in diesem Beispiel 100 Euro Risiko, ist es im Endeffekt egal. Ich buche das im Endeffekt aus, die 100 Euro, und ich kann dann nur noch gewinnen. Es kann also nur noch besser werden. Und wenn ich den Stop im Gewinn habe, wie hier in diesem Trade, ist das Ganze relativ einfach. So, wenn der Markt dann weiter nach unten läuft, dann sehen wir hier ganz gut, dass es anschließend wieder eine Korrektur gab. Das heißt, der Markt ist hier wieder hochgezogen und anschließend gab es wieder ein neues Tief. Das heißt, wir konnten unseren Stop wieder weiter nach vorne ziehen und haben aus einem Gewinn, der vielleicht 100 Euro groß war, vielleicht zwischenzeitlich schon 150 Euro gemacht. Keine zwei Tage später hat Apple diesen Trend fortgesetzt. Das heißt, es ist ein wunderschöner Trend
Und das kann, daran kann man sehen, dass nicht nur der Minutenhändler, der vielleicht in den ersten paar Minuten einen kleinen Trade macht, ein kleines Stück herausschneidet aus dem Markt, wir hier aber die Möglichkeit haben, einen Riesengewinn einzufahren, weil wir eben als Stundenhändler über mehrere Tage in diesem Trade bleiben konnten. Zwei weitere Tage später sind wir ausgestoppt worden mit der Position. Das kann man hier ganz gut sehen. Wir haben im Endeffekt den Trade, wenn wir mit 100 Euro reingegangen sind, einen Gewinn von 1 zu 4 gehabt. Das heißt ungefähr 400 Euro Gewinn. Ich finde, das ist ein schöner Gewinn für die kurze Zeit, wo wir in dem Trade drin waren. Hier in dem Beispiel gut 10 Tage, glaube ich, waren es gewesen. Ich denke, das ist sehr schön, vor allen Dingen, wenn wir überlegen, dass das Ganze ja ohne Hebel passiert ist. Das heißt, wir sind hier mit 100 Euro Risiko reingegangen in diesen Trade, haben am Ende dieses Trades einen Gewinn von über 400 Euro stehen gehabt, ohne Hebel. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Ganze mit einem Zertifikat oder mit einem CFD umgesetzt hätten und nehmen wir mal an, wir würden einen sehr kleinen Hebel wählen von zum Beispiel 4, ich denke, das ist ein durchaus machbarer Weg, dann hätten wir mit diesem Trade, der ursprünglich 400 Euro gebracht hat, 1.600 Euro Gewinn gemacht. Wenn wir uns das auf die Anlagesumme von 10.000 Euro vorstellen, sind das 16% Gewinn. Das ist doppelt so viel, wie ein durchschnittlicher Investor in einem Jahr an Rendite macht, mit einem Trade, mit einer Trade-Dauer von wenigen Handelstagen. Dass es noch eine Möglichkeit gab, und das kann man ganz gut hier in dem Chart sehen, eventuell Teilverkäufe zu machen, denn wir waren ja schon mehr als 1 zu 9 vorne, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also wir hätten auch, wenn wir unten gewesen wären oder auf dem Weg nach unten, natürlich auch Teilverkäufe machen können. Das ist aber jetzt hier gar nicht die Frage. Das ist eher ein Thema für ein Seminar, wie man das Ganze nutzen kann. Aber hier nur einfach, um zu zeigen, selbst wenn man sehr simpel mit der ganzen Sache umgeht, ist es kein Problem hier, wenn man eine Strategie hat und diese konsequent umsetzt, das Ganze dann auch fürs Trading zu nutzen. Kommen wir zu einem anderen Trade, die E.ON-Aktie. Auch hier, 12. September letzten Jahres, lesen wir, der Energiekonzern spaltet im Prinzip einen Bereich seines Unternehmens ab in Uniper. E.ON-Aktionäre bekommen für 10 E.ON-Aktien ein neues Papier. Frage, die wir uns stellen müssen, ist das positiv für uns oder ist das negativ? Kann ich das beurteilen als Aktionär, auch wenn ich keine Position habe? Was wird mit dem Kurs passieren? Kann ich eine Entscheidung treffen? Möchte ich einsteigen, bevor der Markt aufmacht? Das heißt, möchte ich vielleicht im vorbörslichen Handel agieren? Oder warte ich darauf, was im Minutenhandel passiert? Oder möchte ich das Ganze auf Stundenbasis traden? Diese Option habe ich und zwischen diesen muss ich auch entscheiden. Die Facts, was ist passiert zur Handelseröffnung? Die Aktie eröffnet mit einem Minus von über 9%. Das Ganze konnte man vorbörslich schon sehen. Das Ganze hat sich schon abgezeichnet in der Zeit zwischen 8 und 9 Uhr, weil die Aktie wird ja im Parkettmarkt gehandelt, zum Beispiel in Frankfurt. Und dann hat man schon mal so einen groben Überblick dessen, was zum Beispiel dann auf Xetra passiert, wenn der Markt eröffnet. Und das kann man hier in dem Bild sehr gut sehen. Wir sehen hier ein sehr, sehr großes Gap. Hier oben war der Schlusskurs gewesen und der Markt macht dann hier unten auf. Wir bleiben hier im Stundenchart, sehen also auch hier, dass im Laufe des Vormittags sich dieser Trend hier jetzt verstärkt hat. Das heißt, für alle die, die Intraday handeln auf Minute, 5 Minuten, haben hier eine extrem gute Möglichkeit gehabt, hier sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen. Aber darum soll es jetzt hier bei den ersten 2, 3 Beispielen nicht gehen, weil ich möchte hier erstmal zeigen, wie man das auf Stundenbasis machen kann. Dass man auf 5 Minuten und Minute die Gewinne noch viel schneller, noch viel dynamischer machen kann, aber auch im Kopf sehr viel flinker sein muss, als man das im Stundenchart sein muss, kommen wir gleich noch drauf. Deswegen muss man das nur wissen. Das meiste Geld wird in den kleinen Zeiteinheiten verdient, wenn man es richtig macht und richtig gut drauf ist. Aber einfacher geht es eben im Stundenchart. Und da funktioniert es eben ganz genauso. Einstieg, ähnliches Bild wie vorhin. Das heißt, ich werde versuchen, hier unten mit dem neuen Tief in den Markt einzusteigen. Der Markt bricht kurz durch, kommt dann erwartungsgemäß wieder zurück. Auch das ist etwas, was wir sehr, sehr häufig sehen an den Märkten. Wir sehen hier diese starke Abwärtsbewegung. Der Markt korrigiert. Wir kommen in den Markt hinein und dann macht der Markt einen sogenannten Retest der Ausbruchsmarke. Das heißt, die Marke, die wir hier gesehen haben, bei etwa 6,90 Euro, wird noch einmal angelaufen und zwar hier an dieser Stelle. Das ist etwas, was auch sehr häufig passiert im Handel. Das heißt, Markt bricht durch,
kommt zurück, testet nochmal im Endeffekt diese Ausbruchsmarke, ob wirklich genügend Verkäufer da sind und dann zieht der Markt in die entgegengesetzte Richtung. Dadurch, dass wir in dem Trade schon drin sind und es jetzt neue Tiefs gibt, ist es für uns natürlich auch ein entspannter Trade. Weil überlegen wir uns, wir hatten ein Risiko von 100 Euro wieder angenommen, der Markt macht neue Tiefs und wir konnten den Stop auf Break-Even nachziehen. Es gibt dann hier ein schönes neues Tief und der Markt läuft anschließend wieder zurück. Das heißt, auch hier können wir sehr gut sehen, nachdem es hier zu einer kurzen Korrektur gekommen ist, nimmt der Markt hier wieder Fahrt auf. Und auch das ist etwas, was für uns Aktienhändler sehr, sehr wichtig ist und insbesondere für meine Person als Trader. Ich liebe Aktien, die immer nur kurz korrigieren und dann wieder in die ursprüngliche Bewegung zurückgehen. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich Aktien im Regelfall verhalten können. Die eine ist die, der Markt fällt, läuft stark zurück, fällt, läuft stark zurück und fällt. Problem, was mental da ist, ist, wenn wir hier oben irgendwann geschortet haben, dann waren wir hier an dieser Stelle vielleicht schon 200 Euro vorne mit unserem Short, dann läuft der Markt zurück und jetzt sind wir plötzlich nur noch 40 vorne. Dann macht der Markt ein neues Tief, sagen wir mal auf 300 oder 280 als Beispiel, läuft jetzt wieder zurück, jetzt haben wir 80 plus. Also mental ist das eine richtige Achterbahnfahrt von unten immer wieder nach oben. Und deswegen liebe ich diese Art des Tradings nicht und auch diese Märkte nicht. Deswegen bin ich auch nicht der große Freund des Devisenhandels, sondern ich präferiere Aktienmärkte, die so verlaufen. Wieder die erste Abwärtsbewegung, hier auch bei 200. Dann sehen wir den Rücklauf, der hier aber zum Beispiel nur auf 150 stattfindet, um dann hier Richtung 400 zu laufen und im Rückgang auf 350. Das heißt, wenn wir hier nach unten laufen, können wir unsere Stops sehr schnell nachziehen. Und das ist natürlich mental für uns. Versucht das mal gegeneinander zu stellen. 200 vorne, zurück auf plus 40 und dann wieder nach unten. Oder im Gegenzug runter auf 200, hoch auf 150 und dann sofort runter. Viel, viel einfacher. Und das Beispiel sehen wir jetzt ja auch in dem E.ON-Trade. Kurze Korrektur, schnelle Bewegung nach unten, kurze Korrektur, nächste Bewegung nach unten. Und auch die nächste Korrektur wieder sehr kurz, bevor es wieder zu einer neuen Abwärtsbewegung kommt. Und das Gleiche dann noch einmal. Und noch einmal. Und dann werden wir aus dem Markt herausgeholt. Das ist etwas, worüber wir uns freuen sollten und uns nicht darüber ärgern sollten, dass wir nicht am tiefsten Punkt verkauft haben. Auch das ist etwas, was ich immer wieder höre in den Einzelcoachings, dass sich Trader darüber ärgern, nicht das Tief bekommen zu haben. Ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, ich habe zwischenzeitlich 50.000 Aktientrades gemacht und es ist mir erst 3 oder 4 Mal gelungen, ein Tief tatsächlich zu erwischen. Meistens ist es wirklich so, und das wäre dann in dem Fall 49.900 und ich weiß nicht wie viele Aktien, werde ich nicht das Tief bekommen und ich werde auch nicht das Hoch bekommen. Ich denke, da geht es auch gar nicht drum als Trader. Es geht immer darum, dass wir das Zwischenstück fürs Trading bekommen. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt und das muss auch die Message sein. Wir müssen nicht hier shorten und hier schließen. Es reicht auch, hier short zu kommen und dann den Gewinn bis hierhin mitzunehmen. Alles andere ist Wunschdenken. Es wird kaum ein Trader schaffen, kontinuierlich. Wie gesagt, das kann mal passieren, dass wir das erreichen, aber es passiert nicht oft genug, als dass es sich lohnt, hier in dem Bereich darauf zu spekulieren. Und wenn wir uns anschauen, wie groß ist der Gewinn? 7% in 10 Handelstagen. Buy and hold, wir steigen in den DAX ein und bleiben ein ganzes Jahr drin, sind 6%. Hier in 10 Tagen 7%. Heißt im Endeffekt nichts anderes. Wir sind wieder short gegangen mit unserer 10.000 Euro Position, haben 100 Euro riskiert und haben im Endeffekt 700 Euro Gewinn gemacht. In 10 Tagen ohne Hebel. Denken wir wieder an die Trader, die vielleicht mit einem kleinen Konto unterwegs sind und CFDs handeln. Nehmen wir wieder an, der Kunde hätte wieder mit einem Hebel von 4 gearbeitet. Dann wäre der Gewinn sage und schreibe 2.800 Euro in einem einzigen Trade und das in 10 Tagen. Ich will nicht sagen, dass jeder mit CFDs oder mit Hebeln handeln soll. Im Gegenteil, ich bin ein großer Freund des Direktinvestments. Ich selber handle auch ganz, ganz selten CFDs. Ich glaube, nicht mal 1 Promille meiner Trades werden im CFD-Bereich gemacht.
Nichtsdestotrotz, ich weiß natürlich, dass viele Kunden kein großes Konto haben. Die meisten, die anfangen, fangen mit Konten an von 1.000, 2.000, 5.000 Euro, die dann zum Beispiel auf Produkte wie CFDs ausweichen, um hier einen kleinen Hebel zu nutzen. Ich bin auch kein Freund davon, Hebel von 10, 20, wir haben hier zum Teil 100 schon gesehen bei den einzelnen Brokern. Aber so ein kleiner Hebel kann natürlich dazu beitragen, die Performance ein wenig zu pushen, wenn man durchschnittlich ein positiver Trader ist. Das heißt, wir können kontinuierlich Gewinne darstellen. Wenn wir das nämlich nicht machen, was passiert dann mit unserem Konto? Es wird sehr schnell in sich zusammenfallen. Das würde dann natürlich wenig Sinn ergeben. Kommen wir zu einem weiteren Trade. Deutsche Bank. Betont stabile Finanzen, 30.09.2016. Überlegung, wenn wir das hören, ist das positiv oder ist das negativ? Jedes Mal das gleiche Muster, was wir an den Tag legen. Hört sich ja erstmal auf den ersten Blick super an. Ja, betont die stabilen Finanzen. Was wir sehen zur Eröffnung ist ein Minus von 7%. Trade-Idee, wieder Stundenhändler, weil wir es vielleicht anders nicht können. So, wir sehen, der Markt stürzt richtig ab. Und jetzt müssen wir die Entscheidung treffen, wenn wir sie vorher nicht getroffen haben. Was machen wir? Als Stundentrader schauen wir uns einfach an, was macht der Markt? Und wir sehen hier, der Markt hat zwar mit einem großen Gap aufgemacht, das heißt, er hat erstmal negativ auf das Ganze reagiert. Was jetzt aber passiert ist, ist, dass sehr viele Kunden dieses niedrige Einstiegsniveau nutzen, um daraus einen vielleicht für sie positiven Trade zu machen. So, und wir sehen, was danach passiert ist. Die ersten zwei, drei Handelsstunden, erster Schub, dann Korrektur und dann sehen wir hier ganz klar, es hat hier sogar einen Gap Close gegeben und zwar noch innerhalb des ersten Tages. Danach ist der Markt hier immer weiter nach oben gezogen, hat dann hier eine Unterstützung ausgebildet. Das heißt, es gab hier die Abwärtsbewegung und anschließend ein neues Hoch, so dass wir sehr gut den Stop nachziehen konnten. Die nächsten ein, zwei Tage ist der Markt hochgelaufen, hat seitwärts korrigiert, hat ein neues Tief ausgebildet, knapp oberhalb des alten Tiefs. Deswegen auch wenn es Basiswissen ist, möchte ich hier an der Stelle sagen, Stops gehören immer unter das letzte Tief und nicht darüber, weil wir sehen das in diesem Beispiel, was passiert wäre, wenn man einen Stop darüber setzt. Und wir sehen auch in den nächsten Tagen konnte sich dieser positive Trend fortsetzen. Das heißt, selbst der Trader, der nicht in der ersten Stunde dabei war, hatte hier alle Möglichkeiten gehabt, einen positiven Trade zu erwischen. Und das Ganze ging weiter, bis wir dann irgendwann ausgestoppt wurden. Und hier kann man sehen, wie viel positive Energie in einem Trade stecken kann und wie viel Gewinn wir auch mit einem einzelnen Trade machen können. Wir haben ja immer noch vielleicht in den Ohren, 50% aller Trades funktionieren, bringen uns Gewinne. Knapp 50% sind Verlust-Trades. Bei dem einen oder anderen Trader, der hat vielleicht auch statt 50% Verlust-Trades eher 55 oder 60. Was aber prinzipiell mathematisch kein Problem darstellt. Denn wenn wir mal ab und an einen solchen Trade dazwischen haben und wenn wir uns das anschauen, hier ist das Gewinnziel 1 zu 14 gewesen bei diesem Trade. Wir haben keine Gewinnmitnahme gemacht, wir haben einfach nur die ganz einfache Regel vom Anfang genommen. Wir ziehen die Stops einfach nur Stück für Stück hinterher, so wie neue Tiefs entstehen und dann neue Hochs immer unter das letzte Tief. Beispiel wieder von vorhin, 10.000 Euro Konto, 1% Stop, 100 Euro, 1 zu 14 aus dem Trade gemacht, heißt 1.400 Euro Gewinn. Ohne Hebel. Ich möchte gar nicht drauf zu sprechen kommen, was es für ein Gewinn gewesen wäre, wenn wir einen Hebel von 4 genutzt hätten. Es wäre ein 50% Trade gewesen. Hebel 20 höre ich gerade hier aus dem Publikum. Das wäre dann ein Traumtrade. Da braucht man an dem Tag nichts mehr zu machen und in der darauffolgenden Woche auch nicht. Insgesamt der Gewinn 23% mit der Position. Risiko 1 zu 13, das heißt 100 Euro riskiert, 1.300 rausgeholt, aber 23% Performance. Wenn wir uns das überlegen, Buy and Hold, ich weiß, dass ich mich hier wiederhole, Buy and Hold bringt 6 bis 8% pro Jahr. Das sind 23% in wenigen Tagen. Das heißt eine deutliche Outperformance und wir können unser Geld Woche für Woche in neuen Werten arbeiten lassen. Kommen wir zum nächsten Trade. Einer aus den USA. Auch hier eine Nachricht, auch hier immer dasselbe Muster. Das heißt, es geht wieder darum, können wir im Vorfeld beurteilen, was hier passiert oder nicht. Und jetzt kommen wir zum Bereich des 5-Minuten-Trainings für alle die, die sehr gerne Intraday handeln. Gap hier in dem Falle zwischen 2 und 3% vorbörslich. Und wir sehen, hier war zum Beispiel der erste Kurs wieder der beste.
Und danach ist der Markt sehr schnell nach unten gerauscht. Also die ersten 5 Minuten eine starke Abwärtsbewegung. Auch hier kam es dann im Anschluss daran erst einmal wieder zu einer Korrektur. Auch das möchte ich hier kurz einzeichnen, damit man es hier ein bisschen besser sehen kann. Der Markt ist also hier abgestürzt, hat erst das Gap gemacht, läuft dann nach oben und macht dann hier neue Tees. Das heißt, hier gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten des Einstiegs und der Stop-Verwaltung. Die eine Möglichkeit ist die, dass wir sagen, okay, wir möchten short gehen, zum Beispiel unter diesem Tief hier, dann wären wir etwas früher im Markt gewesen, hätte allerdings dazu geführt, dass wir den Stop eben über das Hoch hätten setzen müssen. Alternative 1. Die zweite Alternative ist, wir nutzen eine sehr einfache, aber sehr profitable Möglichkeit des Handels, und zwar Trend im Trend. Wie man das macht, zeige ich jetzt am Flipchart. Das heißt, wir hatten einen Schlusskurs gehabt hier, dann gab es das Gap und der Markt ist anschließend ein Stück nach oben gelaufen. Dann hat der Markt eine Abwärtsbewegung initiiert und wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, entweder wir steigen hier unten drunter, gehen wir short mit dem Stop eben hier oben drüber, oder als Alternative, wir benutzen diesen Trend, der hier entsteht, ein sogenannter Untertrend oder auch Trend im Trend genannt. Der hat den Vorteil, wir kommen dann zwar an einer ähnlichen Position rein, aber was wichtig ist, unser Stop-Level verändert sich. Das heißt, wenn wir nur einen halben Stop haben, was passiert dann mit unserer Positionsgröße? Wenn wir dieses hier nutzen und wir hätten jetzt eine Positionsgröße vielleicht von 5.000 Euro gehabt, dann haben wir, wenn wir hier nur den halben Stop haben, natürlich eine Positionsgröße, die doppelt so groß ist. Und was passiert jetzt mit unserem Gewinn? Auch der verdoppelt sich. Das heißt, Trend im Trend führt dazu, dass wir in der gleichen Nachricht, in dem gleichen Trade mehr Gewinne machen können. Natürlich kommt immer das Argument, auch logischerweise, dass wenn der Stop etwas kleiner ist, die Wahrscheinlichkeit natürlich etwas größer ist, dass wir ausgestoppt werden. Aber gerade wenn wir Nachrichten haben, die negativ sind, drückt der Markt ja sehr häufig sehr stark nach unten. Und dann spielt es eben nicht diese Rolle, wie wir das vielleicht in anderen Marktphasen haben. So, wie ist der Trade jetzt weitergelaufen? Wir sehen, der Markt bricht durch. Es gibt in dem Falle einen kurzen Rücksetzer und dann kommt ein neues Tief. Das heißt, wir sehen auch hier wieder das gleiche Muster. Trendstarke Aktien, egal ob auf der Long- oder auf der Short-Seite, haben eine kurze Korrektur und werden dann wieder zu neuen Tiefs führen. Das heißt, wir sind sehr schnell im Gewinn. Hier in diesem Beispiel hat es keine 3 Stunden gedauert und wir waren mit der Position im Plus gewesen und zwar sehr deutlich. Und der Markt ist dann immer, immer weiter gefallen. Und das ist ja das, worauf es ankommt im Trading, dass es wirklich sehr, sehr schnell geht. Gerade als Daytrader, wir möchten ja möglichst die Position innerhalb des Tages schließen. Und hier kann man dann ganz gut sehen, sind wir auch an einer typischen Marke dann ausgestopft worden. Und zwar nach dem Rücklauf hier auf das alte Hoch, der Gewinn, den wir gemacht haben, ist ein CHV von 1 zu 3. Das heißt wieder bei 100 Euro Risiko, 300 Euro Gewinn, ohne den Hebel eines CFDs zu rechnen. Und eine Performance von 2,5%. Im Vergleich zum Stundenchart sehen wir schon, die Performance ist hier deutlich niedriger. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil wir ja jeden Tag Intraday handeln. Das heißt, hier haben wir den großen Vorteil, dass wir wirklich 5-mal in der Woche die Möglichkeit haben, solche Trades zu nutzen. Vor allen Dingen, wenn es Quartalszahlen gibt. Kommen wir zu dem nächsten Wert, den ich mitgebracht habe, die BB Biotech-Aktie. Kennt vielleicht der ein oder andere aus dem deutschen Markt und es ging um eine Beteiligung bei amerikanischen Unternehmen. Gap plus knapp 5%. So, und jetzt auch hier wieder die Entscheidung, die wir jedes Mal treffen müssen als Händler. Reicht mir die Nachricht für den Einstieg oder schaue ich, was macht der Markt daraus? Und ich möchte jetzt hier heute erstmal nur zeigen, was ich machen kann, wenn ich warte, bis der Markt mir zeigt, was er machen möchte. Wir sehen danach erst einmal eine leichte Korrektur, dann das gleiche Bild, was wir vorhin gesehen haben, Trend im Trend. Die zweite Alternative, wie gesagt, ist, wenn man das nicht sieht oder auch nicht handeln möchte, wir steigen einfach am Hochpunkt ein. Wichtig ist dabei nur zu beachten, dass der Stop dann natürlich auch am Tief sitzen muss. Ansonsten gibt es hier keine Unterschiede zu dem Trade, den ich hier zeige. Markt macht ein neues Hoch bei Trend im Trend. Das heißt, wir können jetzt schon den Stop fast halbieren.
Und mit dem Ausbruch, wo jetzt die anderen Trader kaufen, also da, wo wir auch gekauft hätten, wenn wir gesagt hätten, wir steigen am Hoch ein, was passiert an einer solchen Stelle? Und das müssen wir uns immer überlegen, wenn wir ins Trading einsteigen. Nämlich, wenn ich in einer Position drinne bin, kann ich den Kurs noch beeinflussen? Nein, kann ich nicht. Nehmen wir die Aktie von Baby Biotech. Die war hier unten, macht mit einem Gap auf, läuft hoch, korrigiert und macht wieder einen Trend, in den wir hier vielleicht eingestiegen sind. Was ist jetzt mit den Tradern? Wer treibt jetzt den Kurs für uns nach oben? Alle die Trader doch, die sagen, nee, ich möchte hier nicht Trend im Trend einsteigen, sondern hier oben drüber. Denn die werden ihre Positionen ja mit Stop-Buy-Orders hier platzieren. Das heißt, wenn der Markt es schafft, hier drüber zu kommen, wird das Ganze an Dynamik gewinnen, weil hier natürlich die Trader aktiv werden, die zum Beispiel vielleicht auch auf Stundenbasis unterwegs sind. Das ist einfach so der große Unterschied. Und wenn man sich das vergegenwärtigt und weiß, wie Märkte funktionieren, dann ist Trading auch einfach. Weil hier sehen wir, der Markt läuft hier dann sehr dynamisch hoch, korrigiert wieder nur auf der Zeitschiene. Genau diese Aktien suche ich auch wenn ich keine Nachrichten habe. Und dann versuche ich hier einfach sehr viele profitable Trades genau in diesem Bereich dann zu machen. Wir sehen, wir konnten den Stop noch einmal nachziehen, bevor wir dann hier an der Position auch ausgestoppt wurden. Ein Gewinn von etwa 2R. Immerhin 100 Euro Risiko innerhalb eines Tages hat wieder 200 Euro Gewinn gebracht. Und jetzt kommen wir noch zu einem Trade, der diese Woche stattgefunden hat. Den habe ich nicht selber gemacht, den hat ein Kunde von mir gemacht, den ich mal vor 2 Jahren gecoacht habe. Den hat er mir gestern zugeschickt. Die Deutsche Bank hat eine Kapitalerhöhung angekündigt und zwar zum Preis von 11,65 Euro. Und der Aktienkurs befand sich eher oberhalb der 18. Wieder das Bild, wir müssen entscheiden, wollen wir sofort agieren oder warten wir, was der Chart macht. Erste Überlegung ist, wird die Aktie eher steigen durch die Kapitalerhöhung oder eher fallen? Das kann man sich ja relativ einfach vielleicht zusammenbringen. Wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, wartet man einfach wie bisher auch. Was passiert? Erster Kurs war erstmal minus 6%. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nicht mehr in 5 Minuten an, sondern im Minutenhandel. Das heißt, die Aktie macht mit einem großen Gap auf und ist dann im Anschluss erstmal gestiegen. Also so wie hier, es gab ein Gap. Die Aktie ist vorher hier oben gewesen, hat ein Gap gemacht und ist dann erstmal den gesamten Vormittag nach oben gelaufen. Das heißt, obwohl ich als Trader vielleicht gewusst habe, okay, der aktuelle Kurs ist irgendwo bei 17, 18, die Kapitalerhöhung wird aber bei 11,65 Euro gemacht, kann es doch eigentlich gar nicht sein, dass mittelfristig der Kurs sich da oben hält bei 18, 19. Das heißt, er ist hier in diesem Bereich künstlich oben gehalten worden, bevor er dann nachmittags nach unten gedrückt wurde. Und das können wir ganz gut sehen. Und da sieht man auch, wie der Markt diesen Trade dann angesetzt hat. Das heißt, er hat hier gewartet, bis hier wieder ein neuer Trend entsteht. Was er nämlich berücksichtigt hat, ist etwas, was er von mir mit übernommen hat, dass er in der Mittagszeit keine Trades eingeht, weil da haben wir einen sehr geringen Umsatz und wir sehen auch hier, dass um 15.30 Uhr, wenn die Märkte aufmachen, der Umsatz doch signifikant wieder zunimmt und das ist etwas, worauf man im Trading auf jeden Fall achten sollte, was die Umsätze angeht. Wir sehen hier aber auch sehr schön, wie sich dann in der Mittagszeit hier schon dieser neue Trend nach unten etabliert hat und den hat er dann genutzt für diesen Trade. So, jetzt versuche ich den Trade auch genauso aufzusetzen, wie er den mir erklärt hat. Er ist hineingekommen hier an dieser Position. Ich zeichne die hier nochmal ein, damit man sie ein bisschen besser sehen kann. Hier an der Stelle hat den Stop dann hier sitzen gehabt und ist dann im Endeffekt hier an diesem Hoch, nachdem er den Stop nachgezogen hat, herausgeholt worden aus dem Trade. Wir sehen, dieser Trade hat nicht mit 100 Euro Risiko 200, 300, 400 Euro Gewinn gebracht. Aber auch das ist normale Realität im Trading. Dass wir eher Trades haben, die im Durchschnitt so bei 100 Euro Risiko mit plus 80, plus 100, plus 120 ausgehen. Das ist die Mehrzahl der Trades, die wir erleben. Das, was wir vorhin gesehen haben, dass wir aus 100 Euro 1.000, 2.000 Euro machen, das ist eher die Ausnahme. Das heißt, wenn das mal einmal im Monat oder zweimal im Monat vorkommt, ist das super für uns, weil das pusht natürlich unsere Performance. Nur das Butter- und Brotgeschäft ist im Endeffekt das, wo wir mit 100 Euro Risiko auch zwischen 100 und 150 Euro Gewinn machen. Danach hat er noch einen zweiten Trade angesetzt und der ist sehr gut gewesen, weil hier ist im Endeffekt was passiert. Wir haben hier eine technische Gegenbewegung gesehen, bevor es dann wiederum der Markt geschafft hat, hier ein neues 1, 2, 3 nach unten zu setzen. Und das Ganze hat er dann für einen neuen Trade genutzt. Der Einstieg war dann hier unter dem Tief. Das hier ist die Stop-Linie, sehr schön zu sehen. Hat das Ganze auch mit dem Agena-Trader dann umgesetzt.
Und wir können sehen, er ist rausgegangen hier mit einem Gewinn von 1:2. Auch das ist etwas, was er aus meinem Trading übernommen hat. Ich gehe immer bei Positionen, wenn ich keine großen Nachrichten habe und keinen starken Druck nach unten sehe, immer mit einem Gewinn von 1:2 mit der halben Position raus. Und die zweite Hälfte lasse ich dann entweder komplett laufen oder nehme sie bei 1:4 mit. Hier ist die Position dann um 17.30 Uhr geschlossen worden in der Schlussauktion. Das heißt auch in etwa mit 1:2. Ein weiterer Trade, den ich gerne zeigen möchte, den ich gestern noch gemacht habe, in der Adidas-Aktie. Adidas-Aktie hat sich zwischenzeitlich herauskristallisiert, wird zwischenzeitlich zu einer meiner Lieblingsaktien. Ich bin bereits letztes Jahr im Januar in die Aktie eingestiegen. Sie hat mit dem gestrigen Tag über 95% Performance seit Januar letzten Jahres gemacht. Wir haben sie auch im Januar diesen Jahres nochmal in unser Highflyer-Depot aufgenommen, hat seitdem auch schon wieder über 15% gemacht, obwohl der DAX selber nur 5% in der gleichen Zeit gemacht hat und gleichzeitig hier auch noch ein Intraday-Trade angesetzt. Gap gestern Morgen plus 5%. So, auch hier wieder die Entscheidung, was wollen wir machen? Schauen wir noch mal kurz zurück auf die Nachricht. Rekordergebnis muss nicht unbedingt positiv sein für die Börse. Wichtig ist jetzt das, was macht der Markt daraus? Wie wird das Unternehmen in Zukunft wachsen oder wird es in Zukunft nicht mehr wachsen? Und hier, Ausblick lässt keine Wünsche offen. Also wenn man das liest in einer Ad-Hoc, kann man sich vorstellen, was institutionelle Anleger dabei denken. Wenn ein Unternehmen sagt, also wir wissen nicht, wie es noch besser laufen könnte wie im Moment und was dann passiert ist, können wir ganz gut sehen. Gap nach oben. Wir hatten keine Chance, in den ersten 60 Minuten in den Trade vernünftig hineinzukommen, weil es im Endeffekt nur nach oben gelaufen ist. Der Markt hat bei ungefähr 168 aufgemacht und ist dann bis 173, 174 Euro nach oben gelaufen. Danach gab es eine Korrektur, hier sehr schön zu sehen. Das Ganze ist auch ziemlich trendförmig verlaufen, so dass wir dann die Möglichkeit bekommen haben, nachdem sich hier bei ungefähr 169 der Boden gebildet hat und ein neuer Trend entstanden ist, den zeichne ich hier auch kurz ein. Hier kann man es ganz gut sehen, wie der neue Trend hier entstanden ist. Und dann bin ich hier an der Stelle auch in den Markt eingestiegen. Trade-Idee, Verkauf der Position bei 1:2 und 1:4. Das ist die Trading-Idee gewesen. Dann schauen wir, was passiert ist. 1:2 wurde sehr schnell erreicht, das 1:4 leider nicht. Das heißt, der Markt ist hochgelaufen. Ich habe hier den Stop immer weiter nachgezogen und dann ist etwas passiert, was mir persönlich sehr, sehr häufig passiert in der Mittagszeit, wenn die Umsätze dann zurückgehen. Ich werde dann sehr häufig durch Zufallskurse im Endeffekt aus dem Markt herausgeholt. Das ist auch der Grund, warum ich in der Mittagszeit keine neuen Trades eröffne. Habe ich aber einen Trade offen, dann lasse ich den natürlich logischerweise laufen. Und der Markt holt mich dann aus dem Markt heraus. Ich muss dafür auch gar nichts tun. Der Stop läuft hier eigentlich einfach nur mit. Und wenn der Markt sagt, ich möchte weiterlaufen, okay, super. Wenn nicht, holt er mich einfach aus dem Markt heraus. So, jetzt könnte man sagen, dann macht man eben Feierabend oder man wartet wieder drauf, im Endeffekt, bis die Mittagszeit vorbei ist. Das mache ich immer. Ich komme dann meistens gegen 14.30 Uhr wieder zurück an den Handelsplatz und dann sehe ich, hier entsteht wieder ein neuer Trend. Auch den zeichne ich hier kurz ein. Auch hier kann man das ganz gut sehen. Markt läuft hoch, läuft runter und macht jetzt hier den Durchbruch. Und diesen habe ich dann wieder für einen neuen Trade genutzt. Auch hier die Idee, wieder bei 1:2 und 1:4 zu verkaufen. Wie gesagt, morgens zweimal versucht und dann mit 1:2 aus dem Trade ausgestiegen. Hier hat es ein bisschen gedauert, rund eine Stunde, bis ich dann endlich mein erstes Kursziel erreicht hatte von 1:2. Und kurz vor Handelsende, 17.10 Uhr ungefähr, hat dann die Adidas-Aktie auch das zweite Hoch erreicht, das 1:4. Wenn wir diese beiden Dinge zusammenzählen, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nochmal vielleicht auch vor Augen hat, damit man das versteht, was das gewinntechnisch bedeutet. Das heißt, wenn unser Ursprungsrisiko 100 Euro war und wir bei 1:2 den ersten Teilverkauf machen, dann haben wir im Endeffekt 100 Euro schon mal sicher, nämlich für die erste halbe Position. Und bei 1:4 machen wir dann im Endeffekt dann für den nächsten Teil unseren Gewinn. Das heißt, unterm Strich machen wir dann ein 1:3. Das heißt, wir machen insgesamt 300 Euro Ertrag mit dem Trade.
Mathematisch gesehen, wenn wir das uns anschauen, bei einer Trefferquote von rund 50%, also das heißt, wenn wir zufälligerweise handeln würden und keine Ahnung hätten, in welche Richtung der Markt läuft, dann sollten wir eigentlich 50% Trefferquote haben. Weil ansonsten spielt es ja keine Rolle. Also wenn wir nur 30% haben, dann sollten wir doch besser immer nur long traden, weil das ist besser, als mal long und mal short zu handeln. Und wenn wir jetzt aber immer 300 Euro Gewinn machen, aber durchschnittlich mit dem Verlusttrade immer voll ausgestoppt werden, mit minus 100, mit unserem Risiko, naja, was bleibt dann am Ende des Tages über? Ein Gewinn von 200 Euro. Und wenn wir jeden Tag 200 Euro Gewinn machen würden, dann wären das auf einen Monat gesehen 4.000. Da wird der eine sagen, das ist mir zu wenig. Der andere sagt, oh, da kann ich einigermaßen mit leben. Und der andere sagt, naja, muss ich auch mal Gas geben, wie auch immer. Aber das soll nur mal zeigen, egal, wenn die Trefferquote nur 50% groß ist, reicht es vollkommen aus, um profitabel zu handeln, wenn der durchschnittliche Gewinn pro Trade größer ist als unser durchschnittlicher Verlust. Jetzt möchte ich noch kurz auf die Nachrichtenportale eingehen, die ich fürs Trading nutze oder welche man nutzen kann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich meine Daten in der Regel Nachrichten von VWD beziehe, allerdings auch von Finanznachrichten. Das ist eine kostenfreie Seite, wie alle anderen auch hier. Aktionär bietet sich ganz gut an, Onvista, Börse, ARD, das sind alles normale Portale, wo man einfach kostenfrei auf diese Daten zugreifen kann, vor allen Dingen auf die Nachrichten. Die werden hier alle 15 Minuten zeitverzögert angeboten, das heißt, wir können hier im Endeffekt alle diese Aktien, die wir jetzt gesehen haben, hätten wir damit handeln können, weil die Nachrichten einfach früh genug raus sind, weil Unternehmensdaten müssen wann erscheinen? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es ist immer so, die Börse zum Beispiel in Deutschland macht ja im Regelfall auf dem Parkett um 8 Uhr auf und auf Xetra um 9 Uhr. Und Unternehmensdaten erscheinen in der Regel vorher. Also bevor die Börse aufmacht. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob wir 15 Minuten Zeitverzögerung haben oder nicht bei unseren Daten. Wenn man erstmal jeden Monat 1.000, 2.000, 5.000 Euro macht an der Börse, dann kann man sich auch sowas wie einen Nachrichtendienst zulegen. Der kostet dann knapp 100 Euro. Dann spielt das keine Rolle. Aber wenn ich erstmal nur wenig Gewinn mache, vielleicht 100, 200, 500 Euro im Monat, naja, dann muss ich nicht mein Geld noch für alle anderen Sachen ausgeben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier an der Stelle möchte ich einmal kurz einhaken. Wer also Interesse an dieser Präsentation hat, kann die natürlich auch gerne bekommen. Wir schicken die gerne zu. Einfach nur an folgende E-Mail-Adresse bitte schreiben, und zwar vortrag-powerpoint@web.de. Dann hat man die Möglichkeit, hier die Präsentation sich nochmal zu Gemüte zu führen, damit man sich das Ganze nochmal genau anschauen kann. Vor allen Dingen, wie haben wir die Ein- und Ausstiege gewählt und welche Logik steckt dahinter. Wenn man mit dem Trading noch vielleicht ziemlich am Anfang steht und noch nicht genau weiß, möchte ich denn jetzt überhaupt in so einen Trade hineinkommen? Also wie baut sich ein Trend auf? Wie muss ich Stops setzen? Wie kann ich die CRVs für mich nutzen? Wie kann ich auch Trades von Minutenbasis auf die nächstgrößeren Zeiteinheiten übertragen? Auch dann habt ihr die Möglichkeit dazu, das zum Beispiel innerhalb eines Online-Kurses zu machen, den ich anbiete als DVD, erfolgreich CFDs handeln. Besteht aus 6 Lektionen, kostet normalerweise 280 Euro. Bieten wir jetzt für diese Woche, wer Interesse daran hat, für 139 Euro an. Einfach nur eine Mail an mich, info@lüdemann-coaching.de, Betreff erfolgreich CFDs handeln, IB, dann könnt ihr die DVD zum halben Preis erhalten. Für alle die das Thema sehr spannend gefunden haben und hier vielleicht noch nicht so profitabel sind, wie sie es gerne sein möchten, den kann ich anbieten, teilzunehmen an unserem 5-tägigen Theorie- und Praxis-Workshop. Hier werden wir 5 Tage lang uns nur mit dem Thema Intraday-Handel beschäftigen. Das heißt, von der Stunde herunter über 10 Minuten, 5 Minuten bis zur Minute. Wie funktioniert News Trading? Wie kann ich das Ganze umsetzen? Und zwar nicht nur in der Theorie werden wir da 2 Tage drüber sprechen und nicht nur über das, was wir heute gemacht haben, sondern auch noch darüber natürlich, welche Setups sind sehr praktisch, was hat es mit Pivot Points an sich und solche Dinge. Aber darüber hinaus auch, wie erstelle ich einen Handelsplan? Das heißt, jeder ist dabei, wird einen Handelsplan erstellen. Wir werden ihn prüfen auf Fakten, ob das passt, ob man so profitabel überhaupt handeln kann. Wir stellen diese vor und werden dann montags, dienstags, mittwochs live handeln. Das heißt, jeder handelt live und jeder Trade wird im Anschluss besprochen. Das Ganze kommt immer sehr, sehr gut bei den Teilnehmern an. Ich mache das immer 2-mal im Jahr, 1-mal im November und 1-mal im April. Wenn ihr also Lust habt, mit dabei zu sein, mehr über dieses Thema News Trading zu erfahren und wie ihr kontinuierlich und vor allen Dingen duplizierbar Woche für Woche kontinuierlich Gewinne erzielen könnt, dann wäre das vielleicht ein Thema. Mehr Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite unter
lüdemann-coaching.de. Und dann haben wir noch das Top-Event des Jahres angeboten von CapTrader und FX Flat mit 10 Experten zum Thema Trading und Börse. Ganz spannendes Thema. Hier wird es 10 Webinare geben von März bis Dezember mit vielen Teilnehmern, unter anderem Achim Goldberg oder auch Robert Halver. Ich zeichne dazu jetzt mal kurz auf meine Webseite um, damit wir uns das Ganze auch anschauen können, wer alles mit dabei ist. Und auch ihr habt die Möglichkeit, dann live mit dabei zu sein. Einfach mal dann auf die Seite von CapTrader gehen oder von FX Flat. Dann erscheint jetzt hier gleich hoffentlich der entsprechende Writer. Immer wenn man darauf wartet, dann kommt er gerade nicht. So, jetzt kommt er. Und dann braucht ihr einfach nur hier auf Informationen oder Anmelden zu gehen. Und dann können wir jetzt einfach mal schauen, wer ist denn mit dabei bei diesen exklusiven Webinaren. Hier oben könnt ihr euch eintragen, dann bekommt ihr alle Informationen zugeschickt. Mit dabei ist unter anderem Jens Korte. Der ein oder andere kennt ihn sicherlich, ist Korrespondent schon seit vielen, vielen Jahren an der Wall Street. Sein Thema ist Amerika im Umbruch. Und ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema. Gerade seit der Trump-Wahl hat sich doch einiges an den Märkten verändert. Für uns als Trader erstmal in den ersten Quartal, muss man sagen, zum Positiven. Das heißt, wir haben einen sehr starken Schub bekommen. Ich sage immer, wer von November bis heute kein Geld verdient hat an den Börsen, der macht strukturell etwas verkehrt. Das heißt, der muss auf jeden Fall darüber nachdenken, an seinem Trading zu arbeiten, denn der Gesamtmarkt ist in dieser Zeit im Endeffekt explodiert. Wir sehen an den amerikanischen Märkten ein Jahreshoch nach dem anderen und auch der deutsche Markt ist sehr, sehr stark. Das heißt also, wer in den letzten 3-4 Monaten wenig oder gar kein Geld verdient hat, der sollte darüber nachdenken, vielleicht dann tatsächlich mal einen meiner Workshops zu besuchen. Ansonsten dieses Thema Amerika im Umbruch ist sicherlich sehr interessant. Auch es geht um das Thema Fed-Entscheid und Ausblick auf das Jahr 2017. Besonders freue ich mich auf Norman Wells. Der ein oder andere wird Norman Wells kennen, ist Trading-Psychologe, ist also Psychologe und tradet auch selber. Der kann wirklich beide Faktoren sehr gut zusammenbringen und er geht dann auf die Themen ein, wie beherrscht die Psychologie unser Trading-Verhalten. Denn ich glaube, das ist eigentlich eines der wichtigen Punkte, neben dem Handelsplan, Handelssetup, wie setze ich es um, wie nutze ich ein Trading-Journal, weil der größte Feind im Trading ist nicht unser Gegenüber, der die andere Position hat, weil der ist ja ausgestiegen. Wenn wir long gegangen sind, hat der verkauft. Der größte Feind sind wir häufig selber, indem wir Positionen oder Gewinne nicht einfach laufen lassen, um diese Gewinne, von denen wir gerade gesprochen haben, wenn wir 3, 4, 500 Euro oder 1000 Euro vorne sind, einfach laufen zu lassen. Häufig ist es so, dass wir Gewinne begrenzen, statt laufen zu lassen. Und das führt dazu, dass wir dauerhaft wenig bis keine Gewinne erzielen. Deswegen freue ich mich schon sehr auf Norman Wells. Mario Steinbrücken ist mit dabei zum Thema Trading, technische Analyse, Risk und Money Management und Trading-Strategien. Und ein Kollege, den ich schon sehr, sehr lange kenne, Joachim Goldberg. Auch sehr bekannt, er wird sich mit dem Thema auseinandersetzen, verhaltensorientierte Finanzmarktanalyse. Sehr spannendes Thema. Er hat einen Sentiment-Index entwickelt, auch das, den gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, den ich auch abonniert habe. Also das wird sicherlich nochmal ein ganz tolles Thema sein. Der nächste Aktive, der eine oder andere wird ihn kennen, das ist Mick Knau von N24. Er berichtet immer mit einem lockeren Spruch von der Börse. Freue mich sehr darauf, immer super gekleidet. Also das ist wirklich ein Mann, der es versteht, sich in Szene zu setzen. Also auch da wird es sicherlich viel Spaß geben. Dann mit dabei im August Axel Liebtrau. Der hat zum Thema die neuen Spielregeln im Business. Wie machen die Macher die Zukunft? Und da wird es sicherlich das ein oder andere geben. Da wird es sich eher darum gehen, um die großen Bewegungen im Markt. Also sicherlich ein sehr spannendes Thema und sicherlich für sehr viele bekannt, Sandra Navidi. Also auch da eine Expertin im Endeffekt vom Aktienmarkt, sehr häufig in den USA zu sehen. Makroausblick. Wie wird es damit weitergehen mit dem Ganzen? Wie sind die Netzwerke der Welt? Also das ist sicherlich ein sehr spannendes Thema, auf das ich mich freue, im September mit dabei zu sein. Ein Termin, den ihr euch auf jeden Fall merken müsst, das ist der 18. Oktober. Da werde nämlich ich einen Vortrag halten, und zwar der Weg zur finanziellen Freiheit. Und da geht es nicht um das Thema Trading, sondern es wird darum gehen, wie jeder, und zwar wirklich jeder, es schaffen kann, eine zweistellige Rendite im Jahr zu erzielen. Ohne Trading, einfach nur mit einfachen Handelsregeln. Das ist ein spannendes Thema, bietet dazu
natürlich tiefergreifend jedes Quartal ein Coaching-Modul an, was über 3 Monate geht. Und jeder der Teilnehmer ist anschließend in der Lage, eine 2-stellige Performance zu erzielen. Ich möchte nur 2 Zahlen in den Raum werfen. Das Momentum-Depot hat alleine in den letzten 12 Monaten mit nur durchschnittlich einem Trade pro Monat 40% Performance gemacht, mit einem Trade im Durchschnitt. Und die Highflyer-Strategie hat im letzten Jahr über 70% gebracht und auch in diesem Jahr schon über 15%. Also wer da Interesse hat, mehr Infos dazu auf meiner Website unter Coaching-Modul Handelsstrategien, startet wieder Ende April und geht über 3 Monate. Mit dabei Dirk Müller. Das Gesicht ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt, der schon sehr lange im Bereich Aktienhandel unterwegs ist. Er hat sehr lange als Börsenhändler auf dem Parkett gearbeitet, heute immer wieder mit aktuellen Themen dabei, diesmal Chancen und Risiken im aktuellen Finanzumfeld. Er wird also sehr viel auf die aktuellen Situationen eingehen, Chancen und Risiken, die die Börse so mit sich bringt. Und dann eines der Top-Highlights aus meiner Sicht dann noch, Robert Halver, auch bekannt aus Filmen und Fernsehen, hauptsächlich bei NTV auch häufig zu sehen, Ausblick in das neue Börsenjahr 2018. Das ist ja immer so das Typische, im Dezember kommen dann alle mit den Prognosen fürs neue Jahr. Er ist auch mit dabei und ich halte sehr viel von seinen Analysen. Er wird Branchen und vor einzelne Sektoren analysieren. Das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt, den ich zum Beispiel auch in meinen Workshops immer angehe. Denn es kommt beim Traden nicht nur auf die einzelnen Werte an, sondern vor allen Dingen auch auf die Sektoren. Das heißt, welche Branchen sind denn jetzt besonders stark? Wenn wir an das letzte Quartal des letzten Jahres denken, der Bankensektor, jeder, der da investiert war, der konnte selbst die schlechtesten Aktien aus dem Bankensektor haben. Die haben auch eine 2-stellige Rendite gebracht. Das heißt, wer weiß, welche Märkte jetzt gerade gespielt werden, man nennt das auch Branchenrotation. Jedes Quartal wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Wer das weiß, wie das funktioniert, der hat das Trading verstanden und wird auch dauerhaft Gewinne machen. So, und wie kann man daran jetzt teilnehmen? Kann man hier unten sehen. Normalerweise kostet die ganze Webinar-Reihe, also alle 10 Webinare, 900 € oder jeder einzelne 110. Es sei denn, man ist schon Kunde oder wird Kunde bei FX Flat oder CapTrader, dann kann man dabei kostenfrei teilnehmen. Das heißt, man kann sich hier unten einfach anmelden und dann kann man auch bei dem Ganzen kostenfrei mitmachen. Und wie gesagt, das Ganze startet jetzt im März. Ich lasse das Ganze hier nochmal offen stehen, damit man es hier gleich nochmal ganz gut sehen kann. Webinar-Reihe, exklusive Teilnehmer, 10 Stück über 10 Monate. Vielleicht noch kurz zum Abschluss ein paar Worte für alle die, die Interesse haben, vielleicht meine Videos regelmäßig zu sehen oder auch meinen kostenlosen Newsletter, wo es alle 14 Tage um ein besonderes Spezialthema geht. Über meine Website lüdemann-coaching.de findet man alle Informationen, über die wir gerade gesprochen haben. Und hier unten sehen wir, kann man sich registrieren für den Newsletter und auch für meine Videos. Sie sind alle kostenfrei. Einfach nur kurz registrieren, dann bekommt man einen Zugangslink und kann dann auf alle Videos zugreifen. Die werden auch alle hier immer als erstes aktualisiert. Auf der Gegenseite findet man den aktuellen Veranstaltungskalender. Auch hier sieht man heute Thema News Trading, IB Days. Es gibt immer regelmäßig Webinare, die kostenfrei sind. Auch die sind natürlich in den Newsletter immer genannt. Und was sehr spannend ist, was von sehr vielen Kunden sehr gerne genutzt wird, sind die kostenfreien Trader-Stammtische, die ich regelmäßig quer durch Deutschland mache, egal ob in Hamburg, Hannover. Zuletzt war ich in Berlin. Angestrebt ist jetzt Düsseldorf, München, Stuttgart und Dresden. Also auch das findet ihr hier auf meiner Website. Ja, kommen wir langsam zum Schluss des Vortrags. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht zuzuhören. Ihr habt das ein oder andere an Input für euer Trading mitnehmen können. Ich kann so mit der Betrachtung der letzten 20 Jahre, an dem ich im Handel bin, sagen, News Trading gehört sicherlich zu den spannendsten Dingen im Handel, sicherlich auch zu den profitabelsten Möglichkeiten im Trading Geld zu machen. Wichtig ist hier aber eine feste Strategie zu haben. Das heißt, ohne eine feste Strategie ist es sehr schwierig, weil man dann sehr viel hin und her im Prinzip gedrückt wird durch die Emotionen. Das heißt, hier ist es ganz, ganz wichtig, einen festen Handelsplan zu haben. Und wer das noch nicht hat oder hier noch nicht erfolgreich ist, aber das unbedingt gerne werden möchte, dem kann ich meinen 5-tägigen Theorie- und Praxisworkshop empfehlen. Ansonsten bleibt nur zu sagen, heute gibt es noch einen spannenden Termin, heute Nachmittag. Also auch von da könnte wieder sehr viel Bewegung in die Märkte kommen. Schaut euch einfach mal an, wie es geht. Ansonsten, es gibt noch viele tolle Vorträge hier bei den IB Days. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit mal auf einen der Trader-Stammtische oder Messen sehen und verbleibe bis zum nächsten Mal, euer Mario Lüdemann. Vielen Dank.